Natürlich ein super Gefühl. Ich glaube, mal wieder ein Länderspiel zu machen, ich glaube, das macht natürlich auch ein bisschen stolz. Und ich glaube, meine Söhne haben sich gefreut, mich mal wieder ein Trikot zu sehen. Das haben sie auch früher nicht so wahrgenommen. Aber nein, also wie gesagt, ich bin da, um der Mannschaft zu helfen, wenn es sein sollte. Das habe ich zugesagt und den Rest werden wir sehen. Wenn ein Notfall sein sollte, werden wir sprechen und dann werden wir sehen, ob ich nach Frankreich komme oder nicht. Er hat uns natürlich nicht enttäuscht und ich glaube, er hat Spaß daran gehabt, die Jungs wieder und dabei zu sein. Aber wir wissen auch, dass er keine 10 Spiele Weltmeisterschaft in 3 Wochen macht und das muss man auch respektieren. Jetzt macht er die Vorbereitung mit Flensburg. Er weiß und kennt uns jetzt, wenn Not am Mann ist. Ja, unheimlich positiv. Man hat schon im Training gesehen, dass Holger auch auf jeden Fall unheimlich viel Bock hat. Macht ihm, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß, hier auch mit uns zusammen zu spielen und hat sich heute nahtlos eingefügt. Er hat ein paar Tore gemacht, zum Teil auch wichtige. Es ist natürlich sehr schön, einen so guten Spieler zurückzuwissen, dass wir so den Ausfall von Steffen Weinhold irgendwie versuchen zu kompensieren. Wenn er wirklich bei der Weltmeisterschaft noch zu uns stößt, dann ist es auf jeden Fall etwas, das der Mannschaft gut tun wird und das dafür sorgen kann, dass wir im Turnier noch weiterkommen. Ich glaube, wenn man die letzten 2 Turniere gesehen hat, kann man der Mannschaft schon sehr viel zutrauen, aber die Spitze ist sehr eng. Ich glaube, es ist gut, erstmal die Vorrunde zu überstehen und dann von Spiel zu Spiel zu schauen.